Promi-Geflüster mit dem ESC, mit der ESC-Ausgabe. Heute schon die vierte Folge 2024. Am 16. Februar ist das große Finale, die große spannende Sendung. Wer das Ticket nach Malmö zum großen ESC 2024 lösen wird, da wird's entschieden. 8 Kandidaten sind schon im Rennen. Ein Kandidat oder Kandidatin, die wird noch über die sogenannte Wildcard ermittelt. Und heute habe ich gleich 2, also ein Duo im Interview. Sie nennen sich Galant und das ist zum einen die Mona aus München und der Paul aus Mannheim. Und ich sage hallo und herzlich willkommen. Hey, hallo. Ja, München, Mannheim. Die Distanz, ja, es ist jetzt nicht gerade um die Ecke, also man muss sich dann schon irgendwo zusammenfinden. Wie kommt ihr zusammen oder wie seid ihr zusammengekommen? Kennt ihr euch schon länger? Wie lange gibt es euch schon im Duo? Wer möchte? Ich erzähle ein bisschen. Ja, alles klar. Wir haben uns kennengelernt, 2021 war das, mitten in Corona. Wir haben uns beide angemeldet beim Popkurs in Hamburg. Das ist so ein 6-wöchiger Crashkurs für Musiker und Musikerinnen aus Deutschland und Österreich. Und ja, dann haben wir in den ersten 3 Wochen haben wir gar nicht wirklich viel Kontakt gehabt, wir beide. Erst so ab der 5. Woche sind wir uns dann näher gekommen und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir machen jetzt was zusammen. Und dann sind wir in diesen Proberaum gegangen und haben einfach ein bisschen gejammt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nach 3-4 Minuten, oder Paul, war es eigentlich klar, dass wir beide matchen. Also es war wirklich wie Deckel auf Eimer. Nee, Deckel auf Topf. Nee, Topf auf Deckel. Ja. Und Arsch auf Eimer. Hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Ja, das war echt schön. Es gibt so diese Momente, wenn man irgendwie auch Leute kennenlernt und man weiß einfach so in der ersten Minute schon so, ja, das passt. Und wenn du dann noch anfängst, Musik zu machen und man hat genau die gleichen crazy Ideen oder also Mona mochte meine Ideen, ich mochte ihre Ideen und das ist super. Und dann war klar, hey, wir müssen auf jeden Fall ein Duo gründen. Die Chemie passt sozusagen, genau. Sehr schön. Ja, und dann, wie gesagt, was waren so eure Erstlingswerke oder war es dann schon klar, dass ihr euch dann gleich für die nahe Zukunft dann für den ESC bewerbt oder wie kam da die Idee? Ganz so klar war das nicht. Wobei tatsächlich Erstlingswerke, also in genau dieser Session, von der gerade Mona erzählt hat, ist dann unser erster Song Tanzen 1-8 entstanden, den wir dann auch produziert haben und dann in den darauffolgenden Monaten haben wir uns immer wieder für Songwriting-Sessions entweder in Mannheim oder in München getroffen. Und die Idee, beim Eurovision Song Contest mitmachen zu wollen, die kam eigentlich sehr spontan. Also unsere Managerin, die hat das mal in den Raum geworfen, so, hey Leute, wollt ihr euch da nicht mal bewerben? So, und wir so, ja, meinst du, das wird passen? Also wir hätten Bock, aber ne, ESC hat ja schon irgendwie ja, Reputation auch und so, und passt es, können wir das machen? Und unser Manager, ja, komm, das ist geil, machen wir mal. Und dann wurden wir eingeladen und die Leute fanden es toll und wir haben dann die Audition gespielt und das war richtig schön. Und seitdem sind wir, okay, geil, das wird fett. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen das Rad noch ein bisschen mehr zurückdrehen. Eure Anfänge musikalisch, ich meine, davor, wo ihr euch noch nicht gekannt habt, war der da auch schon mit Musik involviert? Wer hat was gemacht oder wie seid ihr mit der Musik vertraut? Also ich singe eigentlich seitdem ich ein kleines Mädchen bin und habe auch Klavier gespielt und dann schon so ein bisschen rumgekomponiert. Damals dachte ich, ich komponiere richtig. Es waren halt so ein paar Kinderlieder einfach. Aber der Hund beißt den Tisch an. Dann war ich im Internat und war dort als
Schulfrontband-Sängerin. Sorry, der Hund lenkt mich gerade total ab. Also ich war in der Schule und war da. Nimm doch mal auf den Arm oder auf den Schoß, dann sehen wir mal, dass wir mal wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Oh. Ah, toll, schön. Oh Gott. Der ist ja noch recht jung, oder? 9 Wochen. Oh, herrlich. Der hält dich natürlich auf Trab, das ist klar. Ne? Oh mein Gott. Ich singe über die Katze, aber meine Lieblingstiere sind Hunde. Okay, dann müssen wir eigentlich eher das Lied nochmal umtexten, hä? Doc? Ja, genau. Das kommt auf der B-Side raus. Ein Hund. Genau, aber da kommen wir gleich dazu. Genau, also von Kindesbeinen an sozusagen schon Musik gemacht. Genau, wie sieht es beim Paul aus? Musik machen. Also ich mache auch Musik, seit ich 8 bin. Und ich habe eine Familie, die ist recht groß, die alle, also wo keine BerufsmusikerInnen dabei sind, aber alle lieben Beatles. Und wir haben immer Beatles gesungen, Weihnachten und jedes Mal, wenn irgendwie Geburtstag war. Und da war das irgendwie völlig normal und klar, dass ich halt auch als kleiner Knopf hier mitsinge. Und ich habe dann mit 9 oder 10 angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil mein Cousin mir sein altes Schlagzeug gegeben hat. Und dann habe ich mir Gitarre ein bisschen beigebracht, und so, und habe dann irgendwie schon recht früh angefangen, wirklich Musik zu machen und die auch aufzunehmen, und habe das dann letztendlich auch studiert. Okay, genau, studiert dann, alles klar. Und in Mannheim, da gibt es dann, glaube ich, die Pop-Akademie, von daher. Genau, ja. Also ich habe in Freiburg vorher studiert, habe da Jazz gemacht und dann jetzt in Mannheim noch meinen Master in der Pop-Akademie gemacht. Mhm. Genau. Sehr schön. Also, dann haben wir soweit mal dies. Und jetzt, wie gesagt, steht so ein bisschen Song-Vorentscheid an und habt ihr euch einfach dem Aufruf sozusagen nachgekommen und habt euch beworben. Das war im Oktober, glaube ich, gell? Genau, ja. Am 31. Oktober war die Frist. Ja. Hattet ihr da den Titel schon fertig oder lag da schon in der Schublade? Der Titel ganz einfach, Katze. Ja. Die Katze, die gibt es schon länger. Okay. Wir haben uns dann entschieden, dass genau dieser Song gut passt auf den ESC. Wenn wir uns da bewerben, dann genau mit dem Song. Mhm. Da waren wir uns eigentlich recht schnell einig. So. Okay. Ja. Klar muss man natürlich, wenn man es jetzt als erstes Mal hört, und das ist, denke ich mal, ein bisschen die Schwierigkeit, auch dann beim Vorentscheid, da hat man ja nur die einmalige Chance vom Publikum her. Außer man hört sich jetzt natürlich schon im Internet irgendwo immer wieder an. Kann man natürlich ja machen. So, dass man die Botschaft einfach auch versteht. Ne? Was steckt dahinter? Ja, also wir haben uns, oder sagen wir mal so, als ich den Song geschrieben habe, da ist mir aufgefallen, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die irgendwie so sehr unnahbar wirken und sobald man denen was Liebes tun möchte, geben möchte, Zuneigung schenken möchte, dass sie quasi auf Abstand gehen und ganz heftig reagieren irgendwie. Und es war mir eigentlich recht schnell klar, dass das einfach ein Selbstschutz ist. Und das Thema, ich weiß nicht, ich glaube, das haben sehr viele Menschen, und sehr viele Menschen kennen Leute in ihrem Umfeld, die genau so reagieren, vielleicht sogar mit einer Aggression. Und dann dachte ich mir, die Katze, das Tier, die Katze passt gut auf diese Art von Temperament und auf diese Art von Gefühlslage. Und ja, mir war wichtig, dass ich dieses eigentlich sehr ernste Thema in einen gut anhörbaren, gute Laune-Song packe. Und Paul und ich haben uns entschieden, man darf sich entscheiden. Möchte man Spaß haben oder möchte man die Ebene tiefer gehen und das eigentlich traurige Thema beleuchten. Ja. Dann seid ihr eher auf mehr bisschen trauriger gekommen sozusagen, ne? Oder kritischer, sagen wir mal so. Ne? Ja, so eben traurig ist jetzt mal dahingestellt, aber eben, also wir lieben Songs, zu denen wir einfach mal abfeiern können, aber es ist immer gut, so eine zweite Ebene noch zu haben, und wie Mona gesagt hat, also es ist völlig in Ordnung, wenn man einfach nur, sie ist eine Katze, aber hört und freut und dann einfach dazu abfeiern kann und tanzt.
Aber wenn man eben ein bisschen mehr auf den Text achtet, dann Richtig. ja, kann man einfach immer Sachen entdecken. Und letztendlich, was das natürlich bei den Menschen auslöst, ist auch super individuell. Die einen sind vielleicht dann ein bisschen traurig, die anderen sind wütend, die anderen finden es irgendwie cool einfach und schätzen das, dass das Thema irgendwie aufgegriffen wird. Aber jetzt, wir haben nicht die Intention gehabt, einen traurigen Song zu machen oder so. Das jetzt nicht. Das nicht, okay, alles klar. Aber bloß mal grundsätzlich mal die Thematik dann einfach mal auch Ja. aufzugreifen und mal darauf hinzuweisen, ganz klar. Ja, jetzt, wie gesagt, sind es nur noch wenige Wochen, also eigentlich 2, 3 Wochen, also ja, bis ansteht. Wie nervös werdet ihr, wenn es darum geht, oder wie bereitet ihr euch jetzt auf das Finale sozusagen drauf vor? Also ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin gar nicht mal so nervös. Ich habe eher richtig Bock. Ich habe richtig Bock, mit den Proben anzufangen, mit Paul auf der Bühne zu stehen. Nervös, glaube ich, bin ich dann erstens so 2 Tage davor. Ich glaube, dann geht's los. Dann kommt's Lampenfieber. Ja. Aber jetzt habe ich eigentlich mehr Spaß. Ich möchte dieses Spiel spielen. Oder, Paul? Ja, voll. Das ist immer schön mit Mona. Also, wir werden echt wie Kinder wieder. Wenn wir zum Musik machen, irgendwie ins Treffen im Studio oder auf der Bühne, das ist echt wie so zwei Kinder, die auf dem Spielplatz einfach Quatsch machen. Es ist wirklich so. Und das ist so genau dieses Gefühl, wie diese Aussicht: Oh cool, ich treffe mich mit Mona und wir spielen dann. Das ist genau das Gefühl, das ich jetzt auch mit dem ESC habe, weil das wird schön. Also wir haben so eine coole Betreuung, sind so coole Menschen um uns herum, alle mega professionell, alle mega fleißig. Und ja, also unser Job besteht es darin, uns, na klar, möglichst fit zu halten, dass wir dann eine gute Performance machen können und dann aber auch vor allem einfach Spaß zu haben und eine gute Show zu liefern. Also nervös ist es bei mir auch eher nicht, sondern ich Noch freue mich nicht, sehr. genau. Ich glaube, es gibt auch einiges noch zu tun jetzt so im Vorfeld. Noch hier noch Interviews, da noch Interviews Ja. und noch viel Vorbereitungen, ne? Wie wird denn so euer Bühnenshow aussehen? Kann man da schon ein bisschen was verraten? Seid nur ihr beide auf der Bühne? Gibt es noch was drumherum? Also wir können noch nicht so viel verraten, aber also natürlich hat es was mit dem Song zu tun. Mal, und es hat was mit der tieferen Ebene zu tun von dem Song. Okay. Das Na können wir, glaube ich, gut. verraten. Einfach nochmal reinhören, unbedingt, genau. Dann kann man Ja, auf jeden vielleicht Fall. schon ein bisschen was erkennen. Wer auch, ja, wer weiß, ne? Vielleicht kommen auch noch ein paar Katzen mit vor, oder? Ja, Weiß. nee, vielleicht kommen ein paar Hunde. Vielleicht nehme ich meinen Hund mit. Der wird doch bestimmt dabei sein, oder? Das ist doch so ein bisschen dann auch ein Glücksbringer, oder? Habt ihr Glücksbringer? Sowas in der Richtung, Talisman oder irgendjemand, der euch Glück bringt? Paul, du hast Ja. sowas, gell? Ich habe sowas nicht. Ich hab so einen kleinen Buddha aus Stein, den eine alte Freundin von meiner Mutter mir irgendwann geschenkt hat, als ich 12 war. Und dieser Buddha, der ist immer, also der hat so einen dicken Bauch und ich kitzel den immer am Bauch, wenn ich Glück brauche. Okay, sehr gut. Wo trefft ihr euch denn dann, wenn ihr jetzt dann noch probt und euch so sonst auch so musikalisch trefft? Mehr in Mannheim, mehr in München oder ganz unterschiedlich? Entschuldigung. Mona? Das ist meistens immer abwechselnd. Manchmal fahre ich nach Mannheim zu Paul, wenn wir eine Bühne brauchen. Dann können wir auch in die Popakademie gehen und da proben. Und zum Schreiben gehen wir meistens zu mir in mein Heimstudio in München. Das ist im Dachboden und das ist so eine Luke. Und da denkt man, man ist dann im Raumschiff. Und dann nimmt Paul seine Sunset Lamp mit. Und dann kommen da große Gefühle. Und ja, da kommt Kreativität. So machen wir das. Und das funktioniert. Man denkt es zwar nicht, aber es funktioniert. Doch, man sieht ja, das funktioniert. Ja, genau, richtig, richtig. Ja, jetzt, wenn man natürlich auch über den Tellerrand sozusagen hinausschaut, wenn der ganze Trubel vorbei ist, ESC, was wird es bei euch noch weiter geben? Sind eure Pläne für 2024? Was steht so auf dem Plan? Spielen Musik. vor allem. Ja, also mein, klar, wir machen ja den ESC, aber der ganz
egal wie es denn da weitergeht, ist ja das Ziel, dass wir neue Musik veröffentlichen und dass wir viel auf die Bühnen gehen. Also wir freuen uns, ja, wenn wir unseren Kalender füllen können mit Gigs und dann auch einfach ja, Fans kennenzulernen und ganz viel unterwegs zu sein, die ganzen Länder zu bereisen. Das ist irgendwie interessant, weil Galant, klar, ist eine deutschsprachige Band, aber wir haben relativ viel Aufmerksamkeit auch im Ausland jetzt, auch seit dem ESC. Und es wäre mega cool, wenn wir da vielleicht mal vorbeikommen können und mal irgendwie in den Nachbarländern mal spielen können. Genau, Galant, das muss man auch mal noch drauf eingehen, auf Namen. Heißt ja so bei von Männern sozusagen betont, höflich, gefällig. Oder hat es bei euch eine andere Bedeutung, Galant, der Name? Wie kam der zustande? Boah, ich glaube, wir hatten so ein paar Namen aufgeschrieben. Erinnerst du dich, Paul? War nicht, ich glaube, es gab sogar noch die Option Kokett. Gab es noch die Option? Ich erinnere mich Irgendwie doch. sowas, Ich ja. glaube schon, ja. Wir haben uns dann aber recht schnell für Galant entschieden. Ja, weil wir einfach dieses, ja, dieses sehr, oder sollen wir sagen, mit sehr viel Anstand. Kann man das so sagen, Paul? Wollten wir das damit ausdrücken? Also zum Nee, einen also fand ich, das Galant klingt cool, fand ich. So, wir das hatten war noch jetzt so das der Bild Hintergrund. von Marlene Dietrich und wir haben quasi uns ein bisschen von den ja, SchauspielerInnen und so den ja, en vogue Figuren der 20er, 30er Jahre inspirieren lassen, weil wir eben auch die Musik aus der Zeit total interessant fanden und auch irgendwie so dieses deutschsprachige Chanson und so. Und ich glaube, Mona hat irgendwann mal gesagt, ja, der Marlene Dietrich, ja, jetzt so Stil, das ist so eine galante Person irgendwie. Und ich glaube, das war so der Moment, wo dann, warte mal, galant. Na schau, das Das spricht klingt besser als cool. ich. Ja. Genau, das war so ein bisschen die 20er, die goldenen 20er Jahre. Ja, okay. Dann inspirierend war auch der Film Metropolis, der ist ja auch aus den 20er Jahren. Dieses Spacige und ja, das wollten wir irgendwie da reinpacken. Dieses Ja. Retro-Futuristische, das haben wir damals gesagt. Genau. Irgendwie das, was man sich damals vorgestellt hat, was die Zukunft sein würde oder wie die Zukunft aussehen könnte. Das war eigentlich so einer der ersten Inspirationspunkte für dieses ganze Bild von Galant. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, gut, dann müssen wir natürlich euch auch die Frage stellen, das habe ich jetzt bei den anderen soweit auch gemacht. Wenn ihr jetzt mal euren Titel ausblendet und die anderen Teilnehmer bislang euch mal reingezogen habt, habt ihr bestimmt schon gemacht, was wären da euer Favorit dabei? Mein Favorit wäre Oh Boy von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Rick? Rick, Rick? ja, genau. Rick? Ja. Ja, das ist mein Favorit bisher. Okay. Ja, ist schwierig. Also ich mochte auch den Max Muskel-Song sehr, aber ich glaube bei Oh Boy, da hat mich auch so die Stimme und die Komposition am meisten überzeugt. Es sind sehr starke Songs, also ich finde alle Songs auf ihre eigene Art und Definitiv, Weise klar. großartig. Und, aber ich Es glaube wird bei Rick auch da. wieder schwierig, es wird wieder schwierig, ganz klar. Aber so schön. Ja, richtig. Nee, möge natürlich der Beste gewinnen, klar. Wir haben es leider nicht alle in der Hand. Es sind natürlich die Zuschauer, die Fans, die anrufen dürfen. Und auch, glaube ich, noch eine kleine Fachjury, die dann auch noch ihr Votum da noch mit abgibt. Ja, genau. Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir doch schon so das meiste drinne, was zum ESC wichtig ist. Weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, an eure Fans gerichtet? Beziehungsweise kommt gleich nachher noch, wo man euch noch findet, wenn man noch ein bisschen mehr wissen möchte. Aber jetzt erstmal Botschaft, Fans. Was müssen sie tun? Kreativ bleiben. Ja. Ja, Ja, nee, ach, wenn ich schon was sagen darf, dann würde ich gerne alle da draußen, die uns irgendwie cool finden, ermutigen, wenn ihr auch irgendwie eine kreative Ader in euch spürt, dann seid mutig, lasst sie raus und immer dann, wenn ihr denkt, boah, das ist viel zu weird oder zu komisch,
dann genau geht diesen Weg genau da lang. In der Kunst ist es immer da, wo es ein bisschen ja, eigenartig ist. Das, das. Seid mutig. Seid mutig und Ja, offen. gut, sehr schön. Paul, du auch irgendwie noch einen Beitrag dazu? Ja, also ich kann mich da natürlich anschließen, absolut. Und ja, irgendwie, ich finde es wichtig, die Kunst zu sehen und zu schätzen. Ganz egal, ob das jetzt der Geschmack ist oder nicht. Das sind alles großartige Songs da draußen und großartige KünstlerInnen. Und das ist so schön, dass alle sich da wirklich von innen nach außen kehren. Und das ist extrem mutig von allen KünstlerInnen, dass die das gemacht haben, dass sie sich wirklich einmal quasi komplett nackig machen. Und wenn ich mir was wünschen darf oder ja, quasi eine Message rauslassen darf, dann ist es, glaube ich, einfach auch das zu sehen, wie wertvoll das ist und wie schön das ist und da einfach ein bisschen ja, Wertschätzung für zu haben, selbst wenn da auch Musik draußen ist, die jetzt nicht dem eigenen Geschmack entspricht. Ja, seid offen und seid lieb zueinander. Sehr schön, sehr gut. Ja, jetzt natürlich, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr von euch erfahren möchte, weiß jetzt nicht, wie ihr aufgestellt seid, Internet, Social Media, wo findet man was? Ihr findet uns überall. Wo ihr wollt. Ja, also YouTube haben wir ein paar sehr schöne Videos. Wir Okay. haben einen aktiven Instagram-Kanal, da passieren sehr viele Sachen. Wir haben auch einen TikTok-Kanal. Also sucht euch aus. Wir haben Einfach übrigens Galant doch eingeben. Galant oder wie heißt es genau? Galant Galant Musik oder? Musik. Ja. Galant Musik oder einfach nur Galant. Also ich würde empfehlen, wenn man den Eindruck von uns bekommen möchte, auf YouTube zu gehen, Galant einzugeben. Katze haben die meisten wahrscheinlich eh schon gesehen. Und dann haben wir noch zwei wunderbare Videos. Einmal Tanzen 1 bis 8. Das Sogar drei. ist unser erstes. Drei, stimmt. Mein Gott. Also Tanzen 1 bis 8, das war unser erster Song. Dann haben wir noch ein Video zu Fruchtfliegen, auch sehr cool. Und noch Sex in Wien. Dazu gibt es auch noch ein Musikvideo. Ich glaube, wenn Sehr man schön. sich die drei Videos reinzieht, dann weiß man, was wir uns eigentlich so dabei denken bei Wo dem, es was wir hingeht, in machen. welche Richtung es hingeht. Genau. Genau. Ja, apropos Katzen und Social Media, da gibt es ja auch immer sehr viel, ne? So Cat-Content. Ja. Habt ihr das da damit vielleicht auch gleich noch abgedeckt, sozusagen? Ja, wir haben da mal so ein Video auch zusammengestellt aus lauter Katzenvideos und quasi gehofft, dadurch so ein bisschen noch die Welle anzukurbeln. Wir haben es dann im Endeffekt ein bisschen dagegen entschieden, weil eben das so von der eigentlichen Message des Songs ablenkt und sie ist eine Katze, versteht wirklich jeder, selbst wenn man kein Deutsch spricht. Genau. Sehr Ja. schön, sehr gut, sehr gut. Wer von euch hat eigentlich eine Katze? Sonst? Also Also ich bin mit bei Katzen Mona, groß da ist geworden. ja der Hund da, ja, aber. Also Ja, bei die meinen Hunde. Eltern, die haben Katzen und die Katze, die auf dem Cover drauf ist, das ist die Katze von meinen Eltern Okay. tatsächlich. Das, Olivia heißt sie. Sie ist der heimliche Star. Wunderbar. Eigentlich dreht sich alles um Olivia, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Alles klar, na, wissen wir Bescheid. Prima. Okay, Aber dann. noch eine Ja? Sache. Also ich fände es total cool, wenn die Leute, die das sehen, wenn die Bock haben, die können ja ihre Katzen filmen und den Song drüberlegen und dann können wir das noch nachholen, diese Idee. Ja, voll. Sollen Sie was zuschicken auf Instagram irgendwie? Schickt uns eure Machen wir so einen Katzen. kleinen. Schickt uns eure Katzen, ja. Katze per Post. Genau, das Das wäre wäre doch so mal eine gute cool. Sache. Genau, mit einer Katze zum ESC. Genau, richtig. Bist du eher Katzentyp oder Hundetyp? Ich mag eigentlich beides sehr gerne. Ne? Geht mir auch so. Also, wobei ich sage mal, Katzen sind vielleicht ein bisschen, ja, gut, die sind doch ein bisschen ja, selbstständiger ein Stück weit. Also muss man es nicht ganz so, ne? Die sind doch eher mal schnell draußen. Jetzt der Hund, der braucht auch noch mehr Pflege. Ja, wohl wahr. Gassi gehen und so weiter, ne? Na Ja. gut, dann wünschen wir euch auf alle Fälle alles, alles Gute, viel Erfolg. Auch euch Vielen drücke ich die Dank. Daumen, genau. Dankeschön. Weiterhin viele gute Ideen und gute Musik für die Zukunft. Und dann Vielen Dank. vielleicht sehen wir uns ja irgendwo dann wieder auf irgendeiner Bühne mal, sozusagen. Ich nicht, aber am Rande. Na? Ja, hey, Machen vielen wir. Dank für die Einladung.
War sehr schön. Danke. Macht's gut und du auch. Eine gute Zeit. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.